Hallo meine Lieben, es gibt jetzt einmal ein ganz einfaches und schnelles Rezept. Und zwar gibt es einen Joghurt-Dip, der herrlich zum Grillen passt oder auch zu Rosmarinkartoffeln. Wenn ihr wissen wollt, wie der geht, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. So, für unseren Joghurt-Dip benötigen wir einmal 250 Gramm an Joghurt, einen Schuss Olivenöl, einen Esslöffel an Schmand, Pfeffer und Salz nach Bedarf. Schnittlauch, hier habe ich einen Bund, den werde ich einmal gleich klein schneiden und dort mit hinzufügen. Ich denke, das ist allerdings viel und gebe einfach nur einen Teil dazu. Und hier habe ich noch eine Knoblauchzehe, die werde ich gepresst hier mit hineinfügen. Wir beginnen mit dem Schmand, geben den einen Esslöffel hinzu. Jetzt nehmt ihr eine Haushaltsschere oder ein Messer, so wie ihr mögt, und schneidet euch so kleine Stücke mit in den Joghurt hinein. Übrigens ist das auch die perfekte Dipmischung zum Grill. Und nicht nur für Rosmarinkartoffeln gedacht. Ich gebe da jetzt noch was hinzu. Das sollte dann reichen. So viel ist dann übergeblieben. Schnittlauch ist ja sehr penetrant im Geschmack und deswegen benutze ich da jetzt nicht so viel von. Salz und Pfeffer habe ich hinzugefügt. Und noch die Knoblauchzehe hineinpressen. So, die Komponenten haben wir jetzt alle einmal zusammengefügt. Einmal schön verrühren. Das Ganze sollte, bevor ihr das verzehrt, noch einmal für etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank, damit sich alle Aromen miteinander verbinden. Oben drüber träufle ich jetzt einmal ein bisschen Olivenöl. Das waren etwa 2 Esslöffel. Alles schön miteinander vermischen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das kommt jetzt bei mir noch für eine halbe Stunde mit Alufolie zugedeckt in den Kühlschrank. Wenn dann die Rosmarinkartoffeln fertig sind, dann serviere ich das Ganze mit bei.